Willkommen mal wieder zu einer neuen Reaktion auf die Mädchen-WG in Valencia. Ich weiß, das gab es lange nicht mehr, aber jetzt gibt es eine kleine Fortsetzung. Und ja, es wird demnächst auch wieder ganz normale Folgen geben, aber dachte ich, heute mal reagieren wir auf diese Videos, die sie auf YouTube gestellt haben. Und zwar ZDF TV so ein paar kleinere Videos auf YouTube gestellt. Und ja, darauf reagieren wir jetzt mal. Wenn ihr bis am Ende da bleibt, erfahrt ihr, was aus JP geworden ist? Ich hatte da letztes Mal angefragt, was eigentlich aus dieser Stoffschlange geworden ist, und ich habe sogar eine Antwort erhalten. Also bleibt gespannt. Und ja, jetzt fangen wir mal an mit dem Reagieren. Ich muss ein bisschen aufpassen. Öffentlich-rechtliches Material. ZDF sperrt auch ganz gerne mal. Ich hatte da ja schon Erfahrung mit. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall fangen wir mal an. Angelina. Ja, sehr eindrucksvoll, muss man echt sagen. Und die wollen sich da irgendwie als Meerjungfrauen verkleiden. Mädchen-WG und guck mal, was sie hier Tolles haben. Oh, was habt ihr denn da Tolles? Meerjungfrauenflossen und ein Pool. Ja, sehr eindrucksvoll auch dieser Pool. Und dann haben wir auf der einen Seite die Meerjungfrauenflossen und dann springen sie mit den Meerjungfrauenflossen im Pool. Anscheinend haben sie sich so als Meerjungfrau verkleidet oder haben irgendwie diese Verkleidung da an. Und sehen, dann geh auf ZDFTV.de. Ja, oder besser macht es nicht. Da gibt es noch mehr solcher schlecht gemachten Videos, die so mit einem, weiß ich nicht, Sony M4 Aqua aufgenommen sind oder so. Weiß ich nicht, was so 2018 für Handys in waren. Aber ja, und wenn, bevor man mir irgendwie die Kommentare deaktiviert oder so, diese Bilder von diesen Mädchen wurden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt, bevor irgendwie so ein Kommentar ist, wie die Mädchen sind zu leicht bekleidet oder so. Diese Bilder wurden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt, dementsprechend darf ich darauf reagieren. Das ist alles absolut straffrei, möchte ich mal eben betonen. Und ja, ich würde mal sagen, wir nehmen uns gleich mal das nächste Video vor und reagieren da auch nochmal drauf. Und so heißt das, hier geht's zum Strand. Ich bin Chantal aus der Mädchen-WG und ich bin Ja, das war uns schon bekannt, wer die beiden sind. aus der Mädchen-WG und hier wohnen wir und wir zeigen euch jetzt unseren kurzen Weg von der Ja, den kurzen Weg, das sind wahrscheinlich nur so 100 Meter, weil das ZDF immer irgendwelche Strandvillen bucht. Also von daher können wir davon ausgehen, dass der Weg nicht allzu langsam wird. Villa zum Strand. Ja, da sind wir mal gespannt. Ja, jetzt sind sie schon da, hat ganze 2 Sekunden gedauert. Also, das ist ja völlig normal. Man braucht ja auch nur 2 Sekunden zum Strand. Also, man kann sich ja her teleportieren. Also, das ist ja schon so weit. Also, die Technik sollte ja schon so weit sein, dass man sich, wenn man in einer billigen Fernsehsendung mitmacht, sich dabei schon so her teleportieren kann. Oh, Gottes Willen. Oh, dann springen die mit der vollen Montur, der vollen Kleidung ins Wasser. Oh, gerade bei mir meldet sich schon wieder eine Gehirns. Zelle, dass sie, weiß ich nicht, was machen möchte. Auf jeden Fall möchte die Gehirnzelle langsam aus meinem Kopf raus. In voller Montur. Und jetzt kommt wieder, wenn ihr mehr von uns sehen wollt, guckt auf ZDFTV.de. Oder schlimmer ist, das ist alles schon jetzt 3 Jahre alt, auf was wir hier reagieren. Die Sachen stehen da immer noch. Ja. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, mehr interessante Videos gibt es hier erstmal nicht. Man muss auch ein wenig aufpassen, wie man hierauf reagiert, nicht dass das ZDF mir hier schon wieder was sperrt, aber ich habe echt darauf aufgepasst, dass es nicht zu lang ist. Ich denke mal, ihr wisst, wie ich es meine. Und jetzt, ja, bekommt ihr die ultimative Antwort eingeblendet, was mit JP passiert ist. Und ihr bekommt sie eingeblendet in 3, 2, 1, ja. Hab letztens mal unter irgendeinem so YouTube-Video einen Kommentar geschrieben und eine Antwort darauf erhalten. Ja, welch Wunder. War irgendwie. Ich hätte nicht unbedingt damit gerechnet, dass man da ernsthaft Antworten erhält, aber ja, freut mich, dass man da eine Antwort erhält. Da würde ich sagen, ja, bis zu einem neuen Video, was auch immer sein wird. Vielleicht eine neue Reaktion drauf. Wissen wir nicht. Wie sehr ein bisschen mal wenig ist.